Ich heiße Chen Sihong, aber in Deutschland heiße ich Kevin Chen. Mit 13 habe ich angefangen, also Englisch zu lernen. Und alle Schüler müssen einfach also nach einem englischen Namen suchen. Und ich wollte ein Kevin werden. Warum? Weil ich also Kevin Bacon in Footloose gesehen habe. Und Kevin Bacon, der Schauspieler, hat so schön in diesem Film getanzt. Und ich dachte, ja, ich will auch ein Kevin sein. Ein Kevin, der tanzt und singt und Rock'n'Roll-Musik hört und sowas. Deswegen heiße ich Kevin. 这间朴素的中餐馆里，王家四口紧紧相守，共同辛苦维持着生意。赵柱平从前是个专业的电影化妆师，In diesem schlichten Restaurant steht in der vierköpfigen Familie einer für den anderen ein und hält so den Betrieb in gemeinsamer Anstrengung am Laufen. Früher war Chao Chuping eine professionelle Maskenbildnerin beim Film. Jetzt bereitet sie in einem Lokal ihre Spezialitäten zu: Leckerbissen wie gefüllte Hefeklöße, Rettichfladen, Sesambällchen und andere Snacks. Die Make-up-Künstlerin rührt nun im Nudelteig, wie eh und je in der Lage, uns atemberaubende Hochgenüsse zu verschaffen. Wenn ich höre, was sie zu erzählen hat, wird mir bewusst, dass sie eine Stylistin für die erste Schauspielergeneration in Taiwan war. Wie gern hätte ich von ihr ein bisschen Klatsch aus der Welt des Films gehört, musste sie doch ein paar Geheimnisse aus erster Hand kennen, wenn man bedenkt, wie nah sich Maskenbildnerinnen und Stars zu kommen pflegen. Doch sie forderte mich nur auf, noch einmal bei den Mulan-Maultaschen zuzugreifen, die sie eigenhändig zubereitet hatte, und erhob sich dann vom Tisch, um mir einen Tee zu bringen. Keine einzige Klatschgeschichte kam mir über die Lippen. Eine Art von Anstand, der unserer Generation schon fremd geworden ist. Ich komme aus Taiwan. Ich bin in einem kleinen Dorf geboren und aufgewachsen. Und das Dorf heißt Yongjing. Das ist wirklich ein kleines Dorf. Und das ist so klein, wirklich. Also, wie kann man also dieses Dorf auf der Karte finden? Das ist nicht so einfach. Und die Landschaft, also haben wir eine Landschaft? Es gibt nur Felder, also Reisfelder und kleine Häuschen, sonst nichts wirklich, ja. Eigentlich also ein schönes Leben auf dem Land, aber das war nicht genug für mich. Also ich wollte immer mehr machen. Also das Leben auf dem Land war für mich total langweilig, wirklich. Also ich wollte immer weglaufen, also eine Reise um die Welt oder was machen. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in Taipei, in der Hauptstadt, also gewohnt und studiert. Also ich habe Datenwissenschaft studiert in Taipei. Und also Taipei ist wirklich eine große Megastadt. Das heißt, da gibt es wirklich also Theater, Kunst, Filme, also Kino, Museen und alles, was ich in meiner Heimat also gar nicht finden könnte. Und ich war dort total happy. Aber 2004 habe ich einen Job bekommen. Also ein Fernsehsender hat nach also Ausländerkorrespondent in Berlin gesucht. Und ich dachte, hey, ich bin zweimal in Berlin als Tourist gewesen und ich liebe die Stadt wirklich. Warum nicht? Manchmal, wenn ich Taiwan vermisse, brauche ich also wirklich etwas Authentisches. Und das Essen ist immer die beste Antwort. Und zufällig hat jemand mir gesagt, Boysenstraße gibt es ein taiwanesisches Restaurant und das Mulan heißt. Und da kann man wirklich also authentisches taiwanesisches Essen finden. Und später habe ich herausgefunden, dass die Besitzerin, Zhao Zhuping, die war eigentlich eine also Make-up-Stylistin. Die hat beim Film gearbeitet. Und ich dachte, okay, ich wollte wirklich was über taiwanesische Frauen in Berlin schreiben. Und ich wollte drei Frauen finden. Ich fand diese Geschichte also unglaublich. Also wirklich, also das ist, eine Besitzerin eines taiwanesischen Restaurants in Berlin war die also Make-up-Künstlerin in Taiwan. Also ich wohne in Berlin und ich schreibe über Berlin natürlich. Ich schreibe, was ich esse, was ich trinke, was ich sehe,
was ist Liebe, was ist Hasse. Also schöne Ecke, hässliche Ecke. Und dann habe ich herausgefunden, dass Berlin ein heißes Thema geworden ist. Ja, und komischerweise ist Deutschland immer ein großes Thema in Taiwan. Auch also Deutschland ist eigentlich ein Vorbild in Taiwan. Warum? Diese Erinnerungskultur. Also wir reden ständig über Nazi und diese dunkle Vergangenheit in Deutschland. Und in Taiwan haben wir auch sowas. Ja, also wir hatten eine Diktatur. Das heißt also, diese Erinnerungskultur ist ein wirklich ein großes Thema in Taiwan. Und darüber habe ich auch ein bisschen geschrieben. Und noch eine Überraschung ist, ein Artikel von diesem Buch wurde aus Kapitel in einem Schulbuch ausgewählt. Das heißt also die fünfte Klasse, also in Taiwan. Das heißt also alle Kinder, fast alle Kinder in Taiwan, die müssen diesen Artikel von diesem Buch, diesem Buch, also lesen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. In April erscheint mein neues Buch in Taiwan. Und in diesem Buch geht es um meine Reise. Meines Körpers eigentlich. Ja, also ich stamme aus einem kleinen Dorf, dann habe ich in einer großen Stadt gewohnt, dann bin ich jetzt in Berlin. Und vorher habe ich immer wirklich meinen Körper gehasst. Ich bin zu dünn oder mein Bauch ist zu groß, ich habe kein Sixpack und ich bin nicht schön, ich bin zu klein oder was. Ja, also es gibt immer was, ja. Und, aber in Berlin genieße ich eine große Freiheit. Also das heißt, also ich in Berlin habe ich gelernt, meinen Körper zu genießen und zu lieben. Und das ist unglaublich. Und in diesem Buch geht es um diese Reise. Und in Taipei, also wo ich vorher gewohnt habe, gibt es überall große Plakate über Schönheitsoperation. Das wirklich, die sind überall auf der Straße und die sind auch überall in der U-Bahn, auch in die Busse. Und ich finde, es ist wirklich schrecklich. Das heißt, also, es gibt immer Stimme. Also, ja, du bist nicht schön genug, deine Augen nicht schön genug. Ja. Und in diesem Buch also, will ich also, darüber schreiben, das ist, wir sind einfach wir. Und wir sind also einzigartig. Und diese Reise für meine Gruppe war total schrecklich. Aber jetzt bin ich 42 und ich bin total happy und glücklich mit meinem Körper. Vor einigen Jahren wollte ich über die taiwanesische Gesellschaft also in Berlin berichten und jemand hat mir gesagt, hey, es gibt einen Chor, einen taiwanesischen Chor und die Leiterin ist eine Soprano, die kommt aus Taiwan und dann habe ich den Chor besucht und ich fand es total interessant. Also es gab nur Frauen und die sind wirklich also alte Damen aus Taiwan, aus Hongkong und aus China. Die singen zusammen, also chinesische Lieder, englische Lieder, deutsche Lieder. Und das war Spaß, wirklich. Also die lachen, die quatschen. Dann bin ich auch ein Mitglied also geworden. Wir singen und singen ist wirklich gesund. Das heißt, wir sind gar nicht professionell. Also die Leitung ist doch... Aber wir sind gar nicht. Manchmal sind wir total schlecht, aber wir sind immer laut. Berlin ist jetzt mein Zuhause, wirklich. Berlin ist meine, wie sagt man das, meine Wahlheimat. Ich fühle mich sehr, sehr gut in Berlin. Und Berlin ist nicht Paris oder London oder Lissabon. Berlin ist Berlin. Also, und Berlin ist so einzigartig, wirklich, ja, das ist so, und gar nicht artig, ja, das ist, und ich finde, also Berlin ist hier zu Hause, und was heißt zu Hause? Zu Hause ist, wo ich schreiben kann, und ich kann in Berlin wirklich gut schreiben, und das finde ich total gut, ja. Yeah.